Schnuffi, musst du jetzt vor der Kamera deine Körperpflege betreiben, ja? Ja, musst du. Was will man machen? Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal was ganz anderes. Ich dachte, als Kobi-Liebhaber zeige ich euch mal den Kobi-Katalog 2023, die erste Ausgabe. Ich habe den Katalog nicht als Druckwerk vor mir liegen. Ich wohne in einem Kaff. Ich weiß gar nicht, ob man diesen Katalog irgendwo bestellen kann. Ich habe ihn halt als PDF. Das ist umweltfreundlich und auch leichter zu handhaben. Fürs Video etwas komplizierter, dafür für euch besser zu sehen, weil ich einfach einen Screen-Record mache. Ich bin nicht der Thomas. Ich kenne nicht jedes Produkt auswendig. Ich weiß, wie lange es im Markt ist. Und im Gegensatz zu Lego schreibt auch Kobi keine Preise in ihrem Katalog rein. Aber netterweise kündigen sie in dem einzelnen oder bei den einzelnen Sets an, ob es neu ist oder ob es noch rauskommen wird. Das ist sehr hilfreich für mich. Ja, ich denke mal, wir schauen mal rüber. Ich schalte die Kamera um und dann geht's los. Da sind wir mit dem Deckblatt des 2023er Katalogs, die erste Ausgabe. Wir sehen einen Panzer, einen kleinen Geschützbunker. Zwei zivile Sachen und die Bismarck in ihrer Neuauflage. Auf der ersten Seite haben wir hier so einen alten Tower, ein paar Minifigürchen. Das hat für mich hier sowas von Pacific Wall, dieser Bunker. Ist auch gar nicht so klein mit 19x25 cm. Ein German Panzer und ein Panzer IV Ausführung G kam im letzten Jahr raus. Ein Churchill MK3, ein Flakgeschütz, ein Stuart-Panzer. Hier so ein Kettenfahrzeug, ein Marder 3. Ja, die unteren zwei sind neu. Das kam im Dezember raus, das im letzten Jahr. Da tut sich einiges bei Kobi. Der wohl hässlichste Panzer der Welt. Ich finde den einfach nur schrecklich. Dafür eins der schönsten Flugzeuge der Welt habe ich gebaut. Hier drüben den braunen, was ist das? Sopwith, Camel. Supweiß, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Es ist ein Flugzeug. Ich habe noch kein braunes Flugzeug, deswegen kommt das für mich in Betracht. Boah, Rolls-Royce, Armored Car, ein Sturmpanzerwagen. Also genauso hässlich wie der da oben. Und ein Vickers Independent kam letztes Jahr neu dazu, genau wie die zwei Renaults. Zivilfahrzeuge, jedenfalls in der oberen Reihe. Citroën, alles Citroëns. Executive Edition bedeutet Sockel dabei, Schild dabei. Ein paar Teilchen mehr, meistens deutlich im Preis erkennbar. Hier unten überraschenderweise mal wieder ein Panzer. Kettenfahrzeug, Kettenfahrzeug. Wobei, das sieht echt cool aus. Haben auch alles letztes Jahr raus, ja, Dezember, September. Hui, noch mehr Panzer, überraschend. Ein German Firefly, ein HMC M8 Scott, ein Raketenwerfer, deren Namen ich nicht aussprechen kann. Und hier noch so ein Kettenfahrzeug, so eine Art Bergeding. Das finde ich interessant, muss ich sagen. Kommt jetzt im Januar raus oder kam raus. Coole Sache. Sieht nicht uninteressant aus. Hier haben wir nochmal einen Marder, auch neu in dem Jahr, und hier noch so drei ältere Fahrzeuge, Kettenfahrzeug, Geländewagen. Hier haben wir noch den Schwimmwagen aus dem alten Jahr, aus dem alten Sortiment. Hier ist nichts Neues. Ein paar Panzer halt. Auch hier nichts Neues, altes Sortiment. Sherman Panzer, Panzerkampfwagen, Krieger. Die Maus von Kobi ist sehr beliebtes Set. Und hier das Karl-Gerät. Mächtiges Ding. Und noch ein paar Panzer aus dem alten Sortiment. Hier auch nichts Neues. Ein Pershing, ein Panther, Pantherbrudel. Okay. Panzer 1 zu 48 Scale. Das hier war noch 1 zu 28, nur um kurz zurückzugehen. Die sind halt kleiner. Aber im Prinzip, es ist, ja,
Für mich haben die keinen Mehrwert. Ich habe ein paar gebaut davon und bin davon abgekommen. Es baut sich halt alles gleich. Die sehen schön aus und wenn jemand so eine Collection hat, ist das eine super Sache. Einige werden sich auch die Hände über Kopf zusammenschlagen, wenn sie meine Flugzeugsammlung sehen und denken, na, der baut ja auch immer dasselbe, aber was das Herz liebt, gell? Wir kommen zu Flugzeugen. Nichts Neues. Alles alte Sets. Messerschmitt, Boeing, Junkers. Die Junkers U, die hätte ich gerne in der Zivil Edition in diesem Alu-Look. Wie sie auch bei uns hier im Rheingau rumfliegt oder rumgeflogen ist. Ja, so finde ich die jetzt uninteressant. In Silber, in diesem Silber-Metallic-Alu-Look würde ich mir die holen. Die P51D Mustang mit dem blauen Kopf. Ich habe die in einer anderen Farbe, also das ältere Modell. Ist auch schon eine Neuauflage. Focke Wulf. Vickers Wellington. Ein Riesenschiff ist das hier. Das ist 71 x 53 cm. Ein Klotz. Da muss man Räume anbauen, um das dahin zu stellen. Aber auch alles nichts Neues, alles alte Sets. Die Bf 109 E3. Die Wildcat, die habe ich geschenkt bekommen. Cooles Blau, sieht echt cool aus. Hier haben wir nochmal eine Stuka Junkers U. Hier ein Bomber Junkers U, die 88. Auch ein Riesenklotz, 45 x 61 cm, gigantisch. Und hier haben wir noch ein braunes Flugzeug. Da bin ich überlegen, ob ich das nenne oder ob ich die andere nehme. Irgendeins von diesen bunten hätte ich gern noch. Und hier auch wieder 40 x 51 cm, ein Riesenschiff. Ja, und da sind wir schon bei Schiffen. Alles alt. Die Enterprise CV6 würde ich mir holen wegen dem Namen als alter Dreggy-Fan. Eigentlich Pflichtprogramm. Das Torpedoboot von Kennedy, genau. Ah, kurzer Hänger. Minifiguren-Scale. Kann man also aufmachen, innenleben. Cooles Ding. Teilweise mit absurden Rabatten im Markt erhältlich. Die Graf Zeppelin steht bei mir noch auf dem Schrank. Im Karton muss ich noch bauen. Die habe ich mir geholt wegen dem Holzdeck, weil ich das cool finde. Und die Hood, der Fehlgriff des Jahres. Die ist innen bunt. Hat den Leuten gar nicht gefallen. Kobi hat reagiert und hat gesagt, okay, machen wir nicht mehr. So muss das sein. Auch hier alte Sets, die Yamato, die Gneisenau, Iowa und die Missouri. Hier oben die Tripitz in zwei verschiedenen Ausführungen. Und hier unten neu. Kommt raus im Februar, kam raus, glaube ich, im Dezember hier. Die Bismarck Neuauflage und die Pennsylvania. Hier haben wir die Arizona, kam auch neu raus Ende letzten Jahres, sowie die Belfast. So, jetzt kommen wir hier zu den kleineren Sachen. Boah, ein kleines Patrolboot. Das wird sogar ein Scale bei 1 zu 35, also Minifiguren-Scale, aber halt deutlich kleiner, 615 Teile. Im Gegensatz zu den 3800 von dem anderen ist das natürlich winzig. Ja, Figürchen, Jeep, noch ein Panzer. Die Yui oder der Yui, da habe ich die alte Version aufgebaut und habe die neue hier noch im Karton. Muss ich unbedingt noch bauen, zeige ich euch, vergleichen wir. Super Set. Also die alte, mal gucken, wie die neue wird. Ach, eine MiG 17 in Fresco-Look. Also mein Geschmack ist es nicht. Boah. Hier haben wir noch ein tschechisches Kampfflugzeug, ein polnisches. Und nochmal eine MiG 17, die heißt auch Fresco. Boah. Warum die genauso heißt, weiß ich nicht. Hat mit Fresco jetzt nichts zu tun, oder? Noch ein polnisches Kampfflugzeug und nochmal eine MiG 17 in der East Germany Edition. Eine MiG 15, die F4U Corsair, die habe ich auch gebaut. Wunderschönes Blau. Das Spiel sieht nicht uninteressant aus, Battle of Midway. Mindestens zwei Personen, ja.
Ich weiß gar nicht, was das kostet. Ist halt eigentlich kein Glembauschein-Set, sondern ist ein Spiel. Hat 60 Steine dabei und 12 Mini-Flugzeuge. Ja, gut. Und überraschenderweise Panzer. Diesmal aus dem Deutschen Panzermuseum. Jede Menge Leopards. 2 A4, 2 A5. Ein Merkava MK1. /2. Wow. Eine Neuauflage des Abrams in 2 verschiedenen Farben. Sieht der Abrams aus wie der Leopard. Oh. Die Mirage ist ein altes Set, habe ich hier. Genau in dem Look. Gibt es auch in 3 verschiedenen Farben, glaube ich. Selbes Flugzeug, 3 Farben. Die Rafael C habe ich gebaut. Die F-15 Eagle habe ich gebaut. Den Chinook habe ich gebaut, den Apache. Die F-18 Hornet, aber nicht in der Edition, die ist auch neu, Neuauflage, sondern in der älteren, in der Tomcat-Version, glaube ich. F-16 habe ich, glaube ich, keinen. Bin mir gar nicht ganz sicher, man hat so viele Flugzeuge mittlerweile hier rumstehen, ich weiß es gar nicht mehr. Aber die die habe ich nicht, genau, das sind die sind 3 verschiedenen Farben, die kamen alle gleichzeitig raus. Konnte ich mich entscheiden, habe ich keins genommen. Der Sikorsky UH-60 Black Hawk. Cooles Set. Habe ich. Die Mirage, wie gesagt, andere Farbe. F-18 Hornet in der Schweiz Edition. Die Saab. Nochmal eine Mirage. Nochmal eine Mirage. Nochmal eine Saab, aber eine andere. Nö, dieselbe. EC-Version. Boah. Die MiG-29 habe ich in der Ukraine-Version. Noch nicht gebaut, ist noch im Karton. Ja, jetzt haben wir hier 4x die F-35. Jo. Alles neu. Kam im Dezember raus, in 4 Versionen. Man sucht die schönste aus und ignoriert die anderen 3. So, hier haben wir die 2 Offsprays. Ja, Zivil-Militär-Version, wie würdet ihr das sehen? Boah. Offspray hätte ich gerne, muss ich sagen. Dann hätte ich nämlich das Problem, aber dann habe ich das Problem, dass ich nicht weiß, ordne ich die zu den Flugzeugen oder zu den Helikoptern ein. Und mein Traum, die A10. Ich habe die in der grauen Edition und ich hole mir die auch hier in der schwarzen. Ich habe die graue schon verkauft. Ja, mehr oder weniger verschenkt habe ich sie, aber gut, ist ja mein Problem. Aber ich will die unbedingt in Schwarz haben. Die sieht so cool aus. Da haben wir die F-18 Super Hornet. Nicht Tomcat-Version, sondern Super Hornet. Ich bin ja so blöd. Die habe ich gebaut. Diese Kanone da unten fällt ständig auseinander und ab, wenn man drankommt. Und die P-51D Mustang. Auch die habe ich genau in dieser Version. Alles alte Sets. Genau wie die F-14 Tomcat. Da kam ich wahrscheinlich auf den Namen, weil die habe ich nämlich auch gebaut. Gab viel Kritik damals, dass die hinten diese Formteile als Seitenleitwerk hat. Aber die sieht einfach cool aus, ist bedruckt. Das hier übrigens, hier oben ist ein Aufkleber. Das war noch eins der Flugzeuge, die einen Aufkleber hat. Ich habe die zweimal sogar, die F-18. Einmal mitten, einmal ohne Aufkleber. In der anderen Version ist da nämlich einfach nur gebaut und ist kein Aufkleber drauf. Beziehungsweise hat die, glaube ich, auch diese Formteile hinten. Zivilflugzeuge. Neu. 1,23. Boeing 787-737. Riesenklötze. Die Concorde, altes Set. Space Shuttle, weiß ich gar nicht. Ist das ein Druckfehler? Soll das 2023 heißen? Oder kam das Shuttle wirklich erst letztes Jahr bei Kobi? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Und dann hätten wir hier ein paar kleine Zivilfahrzeuge, Skoda, wie man halt so kennt, die Lizenzen, die sie halt haben. Skoda, Abarth, Maserati, also Fiat. Boah. Nette kleine Fahrzeuge, kosten so 10, 15 Euro rum, sind einfach zu bauen, schöne Teile, macht riesig Spaß, aber auch formteilbehaftet, ist klar. Also hier vorne die Schnauze, überall, das sind alles Formteile, gerundete, damit das Ding aussieht wie ein Auto. Und nicht wie ein Klötzchen. Hier haben wir Maserati-Lizenz.
mit Werkstatt, also so Pitstop-mäßig. Cool fände ich, oder finde ich hier dran, hier oben das Maserati-Zeichen, Fahne, ist alles bedruckt. Kleiner Kompressor dabei, nettes Spielset. Und noch mehr für Zivilfahrzeuge. Die Ente habe ich, oder hatte ich, habe ich verschenkt. In Grau. Schöne Fahrzeuge. Ein riesen Formteil, das Dach und die Schnauze. Aber sieht cool aus. Ein Polski Fiat. Cool. Die Farbe ist ein Knaller. Nochmal ein Abarth, eine Wartburg und einen kleinen Fiat. Ja, Trabi, irgendein polnisches Fahrzeug, das ich nicht kenne. Noch ein Trabi, ein kleines. Der sieht knuffig aus, der mit dieser Form hier vorne, mit dieser Schnauze hier vorne. Bin mir sicher, dass es ein Formteil ist, aber es sieht cool aus. Feuerwehr, Polizei, Krankenwagen muss man haben. Coole Dinge, 151 Teile, die sehen cool aus. So, wir sind bei den 1:12 Modellen schon angekommen. Da hätten wir den Trabant, den Opel Rekord C und den Maserati. Links die Executive Edition mit Sockel und Schild, rechts normal. Hier drüben genauso, der Citroën, der Opel Manta A, alles alte Sets. Da haben wir die Ente, 2CV und den Skoda Octavia. Da muss man erstmal drauf kommen, oder? Das ist ein ganz normales Standardauto, nichts Besonderes. Aber man hat halt eine Skoda-Lizenz. Sieht sehr cool aus mit dem ganzen Brickbild hier, mit den ganzen kleinen Klötzchen, cool gemacht. Dann hätten wir hier den Opel Rekord C nochmal. In der Executive Edition hat er ein schwarzes Dach, in der normalen nicht. Dann haben wir noch die Titanic. 960, 722 Teile. Hier mit Sockel, da gehen die Teile rein. Und dann wären wir schon durch. Das war's mit dem Katalog. Ja, da sind wir schon am Ende von meinem Videochen. Meine Katze hat hier ganz brav gewartet. Hier, war mal jugendfreundlich so hin. So. Ja, wenn du alles zeigst. Du bist nicht gut erzogen, Mädchen. Ja, aber du bist goldig, gell? Du bist der Knaller auf meinem Kanal. Da liegt sie. Wie hat euch das gefallen? Mal kurz durchgelesen durch den Katalog. Bisschen dummes Zeug dazu erzählt, gell? Ja. Verdammt viele Panzer haben die da drin, oder? Muss man sagen. Das ist wirklich, das Militärthema bei Kobi ist wirklich sehr präsent. Was schade ist, weil sie machen wirklich gute Sachen. Sie hätten das Potenzial, oh ja. Sie hätten das Potenzial, Lego bei City wirklich gewaltig Konkurrenz zu machen. Von den Preisen her, von der Qualität her, alles bedruckt. Wenn man sich so die Autowerkstatt und den Pitstop so anguckt, das sieht schon cool aus, was die da hinkriegen. Aber wer möchte sich schon mit Lego anlegen, gell? Ja. Och Gottchen. So, jetzt gucken wir noch eine Weile zu, wie ich meine Katze knuddel. Gell? Ja. Oh, ihr hört das Schnurren nicht, das ist so toll. Gell? Ja. Oh. Manchmal hat sie diese Kuschelanfälle. Gut. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Schreibt mir mal drunter, was ihr meint. Kann man das so lassen? Was könnte ich besser machen bei der Katalogpräsentation? Und wenn es euch gefallen hat, das sehe ich ja an den Zuschauern, an den Reaktionen, dann werde ich das wiederholen. Es gibt ja noch mehr Kobi-Kataloge. Ja, habt noch einen schönen Tag und denkt immer dran, Klemmbausteine verbinden.